Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play XCOM Enemy Unknown, wo wir zurück sind und so langsam hier vorbereiten und langsam hier noch einen weiteren Satellit. Ich hoffe wenigstens, dass das eine Land, da Ägypten, jetzt nicht ausflippt. Denn ich würde gerne alle mit Satelliten dingsen, ohne dass, naja, ne? Aber ich kann mal verstehen. Das Problem ist, ich werde es nicht schaffen. Moment, was hast du getan? Schalt sie aus! Fassen Sie nichts an! Das könnte es sein, worauf wir gewartet haben. Okay. Es scheißt sich auseinander! Stellen Sie das ab! Es kann die ganze Basis zerstören! Nein! Geben Sie ihm Zeit! Vertrauen Sie mir! Einmal! Was macht sie jetzt? Es arbeitet. Aha. Sir, wir bekommen neue Daten von der Hyperwellenverbindung. Aha. Der Einsatz scheint sich gelohnt zu haben. Aufseherrufe. Aber wir haben das Leben aller aufs Spiel gesetzt, yep, um die Neugier der Doktorin zu befriedigen. Dafür hat sich das Risiko gelohnt. Wären wir nicht so hartnäckig gewesen, hätten wir diese Information nie bekommen. Yep. Das ist ein Aufseher-UFO. Der wird schon heavy sein. Bereit für Nahkampf. Kontakt verloren. Uiuiui. Kontakt entdeckt. Der ist auch irgendwie schnell weg, ne? Dieses UFO. Greife Feind an. Das ist ein Mini-UFO, aber irgendwie. Abfanghegel wurde abgeschossen. What the fuck? Wenn wir nur die geringste Chance gegen die Aliens haben wollen, brauchen unsere Flugzeuge mehr Feuerkraft. Ja, schon. Kontakt verloren. Was zum Geier? Das ist ja echt ein krasses Aufsehen. Sehr UFO. Okay. Das hier müssen wir echt neue Dinger holen. So, hier, was haben wir da alles? Schiff. Hoch mit deiner Waffenplattform die Stelle. Also. Laserkanone und diese extrem gekühlten. Jetzt genug können fast jedes Alienschiff runterholen, haben dafür aber eine begrenzte Reichweite. Nahkampf. Oje. Müssen wir aber machen. 3 Stück. Oje. Bei der Auswahl eines Flugzeugs im Hangar können Sie die Waffen entsprechend unseren Anforderungen anpassen. Waffe ändern. Laserkanone. Bestätigen. Überall mal wenigstens eine Laserkanone hin. Bis halt geht. Alter Schwede. Schon richtig heavy. Neues Jagdflugzeug. Overschiff. Steht aus Integration eines kleinen Impulsantriebs. Aha. Wow, Firestorm, ein unfortschrittliches Raum und. Okay. Titanrüstung? Nehmen wir. Das heißt, wir können hier gleich sofort ein.
Firestorm holen. Brauchen dafür Geld. Holen wir uns die Firestorm. Suche den Schwarzmarkt. Schwebeleichen weg. Gehen wir jeweils auf 2. Brauchen irgendwelche auf jeden Fall sehr viel. Aber kaufe Gegenstände. Firestorm. Firestorm braucht. Alter, 14 Tage einfach. Braucht aber 2 UFO-Flugcomputer. Ah. Das ist also das Problem. Braucht also recht viel Zeug. Der Hoverschiff braucht Kasernenkapazität. Aha. Interessant. Das Hoverschiff. Sieht aus der Generation ein Impulsantrieb aus. Ah. Achso. Das ist nur so etwas. Ich wollte es nur zumindest mal gucken. Ah, das ist alles sehr verwirrend. Als ich währenddessen so denkt, ah, alles klar. Dann bekommen wir jede Bevölkerung. Aha. Wir brauchen echt neues Geld. Bekommen wir echt nicht zusammen. Das Projekt verbessert Pulsbogen ist abgeschlossen. Aha. Verbesserter Pulsbogen. Ja, irgendwo Pulsbogen. Genau, ganz normal. Es scheint jetzt verbessert worden zu sein. Ja, das werden wir dann jeweils herstellen, wenn wir es müssen. In Abteilung. Ein Tag, okay. Ah. Haben wir doch einen. Der das auch drauf hat. Ich Unterstützung erhält sogar. Oh, das ist heavy. Ich heavy. Und dann noch einen schweren Sturm. Ach ja, da unten noch. Sturm schwer. So, passt. Ziellabor, ja mal. Soldaten anzeigen. Auch Spezialfähigkeiten, wenn ich Psi-Fähigkeiten habe. Ich weiß. Was doch. Weiß ich doch. Sind gefecht Psi-Fähigkeiten, um zusätzlich Psi-Training freizuschalten. Okay. Also wir müssen auch die Psi-Fähigkeiten öfters einsetzen. Hätte ich vielleicht beim letzten Mal, aber habe ich leider nicht. Ja. Einrichtungen bauen. Satellitenkontrollzentrum. 150. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Was können wir denn hier verkaufen, sodass wir nicht sofort... Kommen wir auf 7 runter. Reicht nicht mal aus, dann halt auf 6. Bei allen. So. Haben wir das. Einrichtungen bauen, Satellitenkontrollzentrum. Das Satellitennexus. Ja, dafür bräuchte man ja viel mehr Dinger. Das ist nicht gerade einfach möglich. Lass ich es lieber so. Und jetzt halt ein paar Dinger kaufen. Gehen wir bis 100 runter, meine Güte. Komm. Meine Güte. Immer dasselbe hier. Müssen wir irgendwie gucken, dass man das mit dem Geld klarkommt, was man hat. Anscheinend kommen die Aliens nicht und wir wollen halt schon richtig heavy drauf sein. Da muss man halt schon ein bisschen... Ne?
Auf jeden Fall neue Satelliten. Das sind 3 Stück. Ja, dann noch ein bisschen Geld. Ganzen von der XCOM. Das ist ja klar. Bisschen Geld. Noch also nicht mal erforscht haben, bitte eine Cyberdisk. Lol. Fragmente lohnen sehe ich nicht. Komm. Dann will das hier weg. Dann sollte das auf jeden Fall passen. Einrichtung bauen haben wir schon. Mauerkaufe Gegenstände. Das? Satellit. 3 Stück gleich. So. Haben wir das. Forschung. Haben wir natürlich noch was. Könnten die auch mal Cyberdisks? Wir warten noch darauf, ein lebendes Exemplar von der Front zu erhalten. Es scheint, die Männer verwenden sie gerne für Schießübungen. Momentan wissen wir, dass der Cyberdisk, wie sie ihn nennen, schwer bewaffnet ist. Er zeigt jedoch kein klares Verhaltensmuster auf dem Schlachtfeld. Okay. Ich will das mit diesem Modul... Ah, sofortigen... Ah! Natürlich gut. Auch den Rest machen. Ich glaube, sehr viel mehr Forschung haben wir jetzt fürs Erste nicht, sonst EMP-Kanone. Ja, nicht das Plasma-Gewehr, da müssen wir halt mehr Fallhafen-Fragmente finden. Es kommt ja alles. 6 Muton gleich, wir haben nur 5. Ja. Commander, wir haben die Funkverbindung verloren. Weiter. Hm. Ist sogar in Afrika. Das ist sogar perfekt. Wollten eh. Pulsbogen. Scheint ja auch besser zu treffen. Hoffe ich einfach mal. Du nimmst ja auch auf jeden Fall Pulsbogen. Weil wir können noch gucken. Scharfschütze, auch Scharfschütze. Und gucken, genau, dass wir sie dann hinterher dingsen. Sie braucht jetzt auf jeden Fall. Hat er auch die PC-Fähigkeiten? Hat auch verbesserte Medikits. Deswegen sollten wir sie mitnehmen. Oder müssen wir ihr noch einen Skelettanzug machen? Wäre nicht schlecht. Ich habe jetzt keinen Bock, jedes Mal umzuwechseln. Ich weiß, das ist ein bisschen dumm, weil man natürlich sehr viel Geld verliert, aber... Naja. Statt 10.000 Mal sonst alles umzudingsen... ...finde ich es irgendwie besser, so zu machen. Der Anzug ist auch sehr, sehr gut an sich. Da haben wir so gut wie alles. Wichtige. Können wir natürlich losgehen. Mal sehen, was uns hier erwarten wird. Frage ich mich. Alien Terror Angriff, das ist halt das. Das ist halt genau in Afrika, das ist halt perfekt, um... Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Vielleicht genau perfekt in einem Land, wo eh schon die Dinger sehr weit oben ist. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Okay. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Okay, wir können leider nicht alle davon halten. Aber wir können schon mal recht gut arbeiten, das weiß ich. Deswegen tun wir es auch. Wir haben ja Psi-Fähigkeiten, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist etwas, was wir sehr, sehr extrem heftig haben können. Ohne Probleme. Central, Big Sky nähert sich dem Terrorort. Strike One ist einsatzbereit. Erwarten Einsatzbefehl. Was ist denn das? Verstanden, Big Sky. Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Es sind Zivilisten vor Ort. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Aha. Bei denen kann man es vergessen mit solchen Sachen. So. Du hast nicht mal ein... Oh. Es ist natürlich ein bisschen dumm von mir.
ich mal so behaupten, aber gut. Man kann ja noch alles hinbekommen. Gehst man bis dahin? Machst du stummen Schuss, weil das anscheinend nicht ausreicht alleine? Gehst du bis darüber? Wunderbar, schon mal 6 Schaden gemacht. Ah, wir dürfen da nicht. Das sind Zivilis. Gut, ich dachte gerade so. Das wäre natürlich ein bisschen blöd gewesen. Außer ich schaff's natürlich von hier aus. Aber dann können wir ja natürlich nicht mehr. Das ist das Problem. Das ist leider das Problem. Da bist du ja eh voll in Deckung. So ist es ja nicht. Ihre wunderbare Fähigkeit. Die ich sehr arg liebe, wenn man das mal so sieht. 71%. Ja, da sollten wir lieber das da auch mal weghauen. Oder weniger von diesen nervigen Typen. Mehr von den sinnvollen. Zeig mal an, bis wohin. Ach, danke. Das wird nicht ausreichen, da bin ich mir sicher, aber dennoch. Ach komm, probier's einfach mal. Alter, schießt doch auch noch den Menschen ab. Oh, da sind noch die. Oh. Die extremen Typen. Aha. Eine geht da durch. Ah. Dann haben wir da oben noch 2, okay. Nachdem sollten wir auch unsere Psi-Fähigkeiten einsetzen, die wir haben. Auch um safe anzugreifen. Warum geht der Mensch da hoch? Warum tut er das? Wie sieht's denn aus? Hier nicht? Ist doch. Wir sind einfach weiterhin. Wunderbar. Sie sind nicht mehr in Deckung. Das ist noch besser. Warum zieht das nur so wenig ab? Oder nicht in Deckung ist? Naja, egal. Wir gehen bis dahin. Da sollte das, glaube ich, sogar exakt passen. Oh, nur 56%. Nur 4 Schaden. Okay. Präzisionsschuss, das sollte passen. Gut, endlich. Der Typ weg. Mit Explosion. Bäh. Können wir nicht anders machen. Ich weiß ja nicht sonst, was er tut. Deswegen. Weil ich sonst nicht weiß, was er tut, muss ich das lieber so machen. Was ist denn das da oben? Das sind halt noch ein paar... Ah, in der Zwischending. Ja, super, das sind auch ein paar Zwischending. Die sind da oben. Der ist auch aber da oben. Verdammt. Schaffst du es bis da oben? Die Schredderrakete ist ein Raketenstart. Es war so, dass nur er erwischt wird. Anscheinend ja. Müssen wir gucken, ob hier unten jemand ist. Da unten ist jemand, den sollten wir auf jeden Fall vorab sehen. Oder wir müssen halt gucken, dass wir unseren Schuss genau so hindingsen, dass das Sinn ergibt. Wir hätten echt ein besseres Ding mitnehmen sollen. Das ist ja grauenvoll. Oder du kannst bis dahin und dann seine Psi-Fähigkeit nutzen.
Schade. Geht nicht. Das ist natürlich blöd. Jetzt muss man so schießen. Ich glaube, der wird dann dadurch nicht erwischt, ne? Nee, so zumindest nicht. Man versucht genauso zu zielen. Oh. Ja. Scheiße. Spruchte mal bis dahin. Das wäre schon mal nicht schlecht. Zwei einfach verloren. Super. Genau so muss man das machen, Mio. Wir gehen auch bis dahin, damit wir schon wenigstens zwei gerettet haben. Oh, da kommen die schon. Oh, 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 oh. Alter, 9 Schaden. Glück gehabt. Ja, der ist weg. Und weg. Eieiei. Und dann sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play XCOM. Enemy Unknown. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ah, die kommen auch. Nein. Und es hat uns erst im nächsten Part zu kümmern. Wenn... Endlich mal die Zwischensequenzen aufhören. Hallo? Hallo. Danke. Dann sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.